Ausgabe Muckbook Live, live aus der Designerwerkschau. Ich bin Shahika Tetik, Co-Host dieses Formats und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Alle zwei Wochen, immer mittwochs um 19 Uhr, sprechen wir hier über Themen, die unsere Stadt bewegt. Heute geht es um anti-schwarzen Rassismus in München und jetzt geht's los. Ich habe heute die Ehre, zum Thema antischwarzer Rassismus mit Jiré Emanuel zu sprechen. Jiré ist Musiker und Aktivist. Mit seinem politischen und künstlerischen Engagement unterstützt er zivilgesellschaftliche Organisationen und Bündnisse der überregionalen und regionalen Black Community. Unter anderem hat er die N-Wort Stoppen München 2021-Petition gestartet, die Stand heute knapp 15.000 UnterzeichnerInnen erlangt hat. Jiré, herzlich willkommen. Danke, dass du heute mein Gast bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt schon so ein paar Schlagworte über dich gedroppt. Du bist Aktivist, du bist Musiker, aber jetzt übergebe ich das Wort einfach gleich mal an dich. Wer bist du? Stell dich gerne kurz selber vor. Was machst du und was müssen wir über dich wissen? Nun gut, mein Name wurde schon genannt. Ich heiße Jiré Emanuel. Ich bin 26 Jahre alt, engagiere mich in der Black Community hier in München und auch außerhalb von München und ja, lebe seit meinem 10. Lebensjahr hier in München, bin in Frankfurt am Main geboren. Ich sage auch öfter, ich bin der Exil-Hesse. Und genau, ansonsten bin ich berufstätig in der Personalberatung aktuell und beginne im Oktober ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste im Fach Kunstpädagogik. Genau. Super. Wir wollen gleich eintauchen in das Thema, was ich gerade schon angeschnitten habe und uns nicht nur darüber, also über die N-Wort-Stoppen-Petition auf change.org unterhalten, sondern eben auch über ein paar andere Themen und tiefer eintauchen. Anti-schwarzer Rassismus ist leider extrem vielschichtig. Es gibt viele verschiedene Facetten und ein Teil davon ist rassistische Sprache, also eben die Verwendung von rassistisch konnotierten Fremdbezeichnungen, die mehrheitlich von Schwarzen als Beleidigungen wahrgenommen werden und nicht nur wahrgenommen werden, sondern de facto auch Beleidigungen sind. Du hast die Petition gestartet und dazu auch, du bist Musiker, einen Song geschrieben, den veröffentlicht, ein mega Musikvideo dazu auch gedreht und da hören und schauen Danke. Wir mal kurz rein. Jiré, Havesi. N-Wort stoppen München 2021. Ja, es kommt auf rechts. München City rafft dich auf und unterschreibt die Petition. Bis da kein Spenden ja, ich hab's vorhin schon gesagt, ich finde tatsächlich, ich hab's mir ein paar Mal angehört und war dann gleich so, okay, ich kann die Lines so ungefähr mitrappen, obwohl ich überhaupt nichts mit Hip-Hop oder Rap am Hut hab. Wie kam es denn zu der Petition und was wird da genau gefordert? Wie kam es zu der Petition? Nun denn die Initiative N-Wort stoppen, die ja auch die Petition unterstützt, die gibt es ja auch schon seit dem Jahr 2019. Und Anlass für diese Initiative war ein Gerichtsurteil beim Landesverfassungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern, was darauf zurückzuführen war, dass ein AfD-Politiker im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern mehrfach das N-Wort verwendet hat und daraufhin von der Parlamentsvorsitzenden gerügt wurde und auch des Saals verwiesen wurde. Dieser hatte geklagt und hat dann auch Recht bekommen vor Gericht, nämlich mit der Begründung, dass das N-Wort zwar als rassistische Beleidigung und diskriminierend wahrgenommen werden kann, aber nicht zwangsweise muss. Und dies hat einen sehr großen Aufruhr in der schwarzen Community, gesorgt, weil wir eben sagen, dass wenn es um rassistische Fremdbezeichnungen geht, die Deutungshoheit definitiv bei den Betroffenen liegt und nicht bei den Menschen, die uns fremd bezeichnen. Sprich, das Problem an der Sache ist ja auch, dass das N-Wort rassistische Stereotypen reproduziert, die aus der Kolonialzeit stammen. Sprich, schwarze Menschen sind faul, dumm, weiße Menschen biologisch unterlegen. Und vieles weitere und wir einfach dieses Wort in der heutigen Gesellschaft einfach in keinem Raum und keinen Platz mehr lassen wollen.
Sprich, wir möchten dieses Wort ächten. Genau, nach diesem Gerichtsurteil in Mecklenburg-Vorpommern hat sich dann eine Initiative in Köln gebildet, die N-Wort-Stoppen-Initiative, die sich eben für die Ächtung des N-Wortes auf Bundesebene einsetzt. Unterstützt wird sie von Aminata Touré, von Christoph Tvagera Mungu, einem SPD-Politiker aus Köln, und Aminata Belli, einer Moderatorin, genau. Und Charlotte Zimiro, genau, einer Bloggerin und Aktivistin. Wie kam es zur N-Wort-Stoppen-Petition in München? Wir haben im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung 2020 auch Forderungen an die Stadt München gestellt. Dabei ging es darum, auch rassistische Strukturen abzubauen. Es ging auch um Dekolonialisierung der Sprache, und da zählt natürlich das N-Wort auch mit dazu. Ich hatte halt nach dem Black Lives Matter Hype, der dann auch relativ schnell abgeflacht ist über den Sommer 2020, mir überlegt, wie wir unsere Sache weiter vorantreiben können, sprich neben der Sensibilisierung, der Awareness, der Aufklärung, des Empowerments auch politisch aktiv werden können. Das hatte ich mir halt überlegt, und da kam für mich das N-Wort auf jeden Fall sofort in den Sinn, weil das etwas ist, was bis heute noch tagtäglich schwarze Menschen beleidigt, othert, ausgrenzt und diskriminiert. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir wirklich antirassistische Arbeit leisten möchten, unsere Gesellschaft voranbringen möchten in Bezug darauf, müssen wir bei der Sprache anfangen. Weil die Sprache ist das, was uns verbindet, oder das, was uns trennt und spaltet. Und das N-Wort ist etwas, was uns auf jeden Fall trennt. Ja, und halt uns unterdrückt, uns ins Abseits schiebt und vor allem halt immer noch diese kolonialen Denkmuster bis heute hin in unsere Gesellschaft trägt. Wir haben während der Black Lives Matter-Bewegung insbesondere mit der Afrojugend zusammengearbeitet, mit vielen jungen Menschen, und wie ja schon am Anfangs erwähnt, hab ich halt auch einen künstlerischen Background, sprich ich mache schon seit Jahren Musik, und wollte halt eben dieses politische Bestreben, dieses politische Engagement mit etwas verbinden, was halt junge Menschen mit involviert. Und da war das Erste, woran ich denken musste, halt Musik, Kunst, etwas, was eh gerade trendig ist, wenn man sich auch das digitale Zeitalter mit Social Media und Selfies und Videos etc. anschaut. Und so kam ich auf die Kampagne N-Wort stoppen München 2021, was einerseits unser politisches Engagement, sprich den Antrag, den wir über den Migrationsbeirat an die Stadt München stellen möchten, mit beinhaltet, andererseits auch die Aufklärungsarbeit über zeitgemäße Medien, die auch junge Menschen engagieren sollen oder motivieren sollen, sich politisch zu engagieren. Das mal alles in a nutshell. Ja. Super. Genau, du hast auch schon jetzt eine wichtige Instanz genannt bei der Durchbringung dieses Antrags, nämlich den Migrationsbeirat München. Und am 14. Juli hast du auf deinem Instagram-Kanal gepostet, dass dieser Antrag zur Ächtung des N-Wortes nicht durchgegangen ist, also abgelehnt wurde. Und das hatte etwas mit der Versammlung zu tun, mit diesen 40 Mitgliedern, die der Migrationsbeirat hat. Kannst du das nochmal genau erläutern? Was ist da genau passiert? Warum ist dieser Antrag beim Migrationsbeirat, der sich ja eben genau mit solchen rassismus-sensiblen, rassismuskritischen Themen auseinandersetzen soll, nicht durchgegangen ist? Abgelehnt wurde der Antrag nicht, da muss ich dich leider korrigieren. Er wurde nur leider nicht verabschiedet. Der Migrationsbeirat ist ein Organ der Stadt München, welcher migrantischstämmige Menschen oder Menschen mit Migrationsbiografie in der Stadt vertritt, ihnen eine politische Stimme gibt und auch deren Anliegen und Forderungen an den Stadtrat weiterleitet, sprich auch ein beratendes Gremium, was in Migrationsfragen eben den Stadtrat unterstützt. Wenn es jetzt um eine Ächtung geht oder wie jetzt bei dem N-Wort, sprich es um Antirassismus oder Diskriminierung geht, dann muss quasi oder kann der Migrationsbeirat diese Anliegen über die Ausschüsse annehmen, diese beraten, besprechen und dann in Form eines Antrages mittels eines einstimmigen Beschlusses des Migrationsbeirates auch in den Stadtrat tragen, welcher dann diese Anliegen beschließt. Nun ist es aber so, damit der Migrationsbeirat diese Anliegen oder den Antrag dann auch weiterleiten kann, muss es einstimmig beschlossen werden. Beschlussfähig ist der Migrationsbeirat nur bei einer eindeutigen Mehrheit, die aber leider nicht gegeben war.
Dementsprechend konnten die auch nicht quasi den Antrag dann an den Stadtrat weiterleiten, und weil nicht verabschieden, weil nicht mehr als die Hälfte aller Mitglieder anwesend waren. Ja. Genau, dann korrigieren wir das auf jeden Fall. Also abgelehnt wurde er nicht, aber er wurde noch nicht weitergereicht an den Stadtrat sozusagen. Genau. Und was ist das für ein Signal, was dann gegeben wurde? Also im Prinzip heißt es, dass nicht alle bei der Vollversammlung dann anwesend waren, also alle 40 Mitglieder des Migrationsbeirats, und dass das jetzt im Prinzip verschoben wurde. Oder genau, was bedeutet das genau? Genau, der Beschluss über die Weiterleitung des Antrages wurde auf September verschoben. Das heißt, wir müssen noch etwas warten, damit quasi unser Antrag dann im Stadtrat auch beschlossen werden kann und darüber eine Entscheidung fällt. Signal. Es hat für mich dahingehend ein Signal oder eine Wirkung auf mich oder auf die Community, dass der Migrationsbeirat auf jeden Fall auch einige Baustellen hat, an denen er zu arbeiten hat. Sprich, wenn es vor allem darum geht, dass der Migrationsbeirat migrantische Gruppen vertritt und unterstützt in ihren Anliegen, dann ist das Amt eines Migrationsbeirates dahingehend ein solch wichtiges Amt, dass es auch zur voller Gänze einfach ausgeübt werden muss. Sprich, wenn es solche Versammlungen gibt, dann ist es auch wichtig und auch eine Pflicht der Migrationsbeiräte, dort vor Ort zu erscheinen, damit sie auch ihre Arbeit pflichtgemäß erledigen können. Denn sonst lassen sie unsere Anträge oder auch Anträge von anderen migrantischen Gruppen dadurch einfach unter den Tisch fallen. Sie verzögern sich, die Prozesse werden länger. Und je länger diese Prozesse dauern, desto mehr Kraft und Energie zieht es diesen Menschen, die wahrscheinlich aus schwierigen Situationen kommen oder mit schwierigen Problemen in ihrem Alltag zu kämpfen haben und auf dem Migrationsbeirat bauen, dann auch die Energie nimmt. Ja. Das heißt, es ist ein wichtiges Amt, was mit einem hohen Maß an Pflichtbewusstsein einhergeht, und der Migrationsbeirat hat auf jeden Fall meines Erachtens daran zu arbeiten, dass die Beiräte auch ihre Pflicht erfüllen und bei den Vollversammlungen anwesend sind. Sprich, wenn sie nicht kommen können, sich dann auch satzungsgemäß abmelden sollten, damit wir auch entsprechend reagieren können. Ja? Es ist schon das zweite Mal. Ja, das eben ist auch noch wichtig, ne, dazu zu sagen, dass es schon das zweite Mal daran gescheitert ist. Genau. Oder sich verzögert hat. Ja. Und man merkt ja auch oder liest auch aus dem Titel der Kampagne raus, München, N-Wort stoppen, München 2021. 21, ja. Wir möchten dieses Jahr mit das N-Wort in München ächten. Ja. Und es ist ein sehr wichtiges Anliegen, weil ich habe auch vorhin den Hype der Black Lives Matter-Bewegung erwähnt. Ja, welcher auch faktisch ein Hype war. Es ist nicht mehr so präsent in der Öffentlichkeit, außer es gibt Rassismus-Debakel, wie jetzt vor einigen Tagen mit der Frau Baerbock von den Grünen. Dann rückt es wieder ins Bewusstsein, aber sonst geht es immer wieder unter das Rassismus-Thema. Und wir möchten nicht nur den Diskurs neu aufrechterhalten, sondern wir möchten auch auf diesen Diskurs, auf die Aufklärung einfach faktisch Maßnahmen erwirken, die dann den Rassismus oder rassistische Strukturen in unserer Gesellschaft abbauen. Sprich eben durch solche Beschlüsse, durch solche Anträge. Dadurch, dass die Stadt dann auch ein sichtliches Zeichen setzt und sagt, wir in München, wir ächten das N-Wort, das hat keinen Platz in öffentlichen Räumen und jeder, der das N-Wort verwendet, ist ein Rassist. Sprich, handelt rassistisch, ob bewusst oder unbewusst. Genau. Ja, danke für dein Statement dazu und an der Stelle auf jeden Fall auch der Appell, eben diese Ämter, die man dann auch innehat, ernst zu nehmen und sich auch diesen Anliegen auch verantwortungsbewusst, verantwortungsvoll auch hinzuwenden. Wir kommen jetzt nochmal auf deine Musik zu sprechen, auf deine musikalische Ader. Du hast im März diesen Jahres auch noch eine Single rausgebracht, also vor dem Petitionssong. Ja. The Story of JJ hast du veröffentlicht und den kann man einfach bei Spotify hören, den könnt ihr dort streamen und auf YouTube findet ihr bei Jiri Emanuel auch das YouTube-Video dazu. Was beschäftigt dich in diesem Song und womit genau setzt du dich auseinander und an wen richtet sich auch dieser Song? Was beschäftigt mich in dem Song? Ich meine, antischwarzer Rassismus ist nicht nur ein Problem, das es seit der Black Lives Matter Bewegung oder dem Tod von George Floyd
hierzulande gibt, sondern war schon immer ein Problem in Deutschland. Schwarze Menschen wurden schon immer ausgegrenzt und marginalisiert. Und ich erzähle quasi oder verarbeite in diesem Song meine eigenen Rassismus-Erfahrungen und Erlebnisse und auch Eindrücke in Bezug auf antischwarzen Rassismus. Sei es, dass man permanent auf taube Ohren stoßt, wenn man es anspricht. Sei es, dass man durch die Gesellschaft oder durch Teile der Gesellschaft, Bürger, BürgerInnen, immer stigmatisiert wird. Entweder abgeführt oder von dem Lehrer wieder abgewürgt, wenn er schwarze Power spürt. Ja, das sind Zeilen, die meine eigenen persönlichen Erfahrungen widerspiegeln, einerseits, andererseits auch die Stereotypen, die immer noch in unserer Gesellschaft vorherrschen, in Bezug auf schwarze Menschen, kritisiert und anprangert. Auf der anderen Seite kritisiere ich auch natürlich eine gewisse Form von Labeling Approach. Sprich, es gibt einige schwarze Menschen, die dann auch quasi diese Stereotypen leider Gottes dann auch annehmen und auch in ihrem Leben dann quasi manifestieren. Mhm. Es ist nicht deren Schuld, natürlich so, weil das Problem von Labeling Approach ist, dass wenn man permanent immer wieder besagt bekommt, man ist so, man denkt so, man handelt so, schwarze Menschen sind kriminell, schwarze Menschen sind faul, schwarze Menschen sind unterlegen, das macht unterbewusst etwas mit jungen Menschen und drängt sie dann auch, diese Realität dann irgendwann allein aus Protest oder aus Trotz dann einfach anzunehmen, mhm. unterbewusst. Ja. Ja? Und die Gesellschaft muss einfach erkennen, dass wenn wir nicht diese Stereotypen abbauen, wir dieses Problem auch immer noch aufrechterhalten, sei es im Kleinen oder im ganz Großen. Das fängt eben bei dem N-Wort an, geht dann weiter bis zum strukturellen Rassismus. Das heißt, sprich, wenn Menschen benachteiligt werden auf dem Arbeitsmarkt oder auf dem Wohnungsmarkt, das Gefühl bekommen, man gehört hier nicht her, man ist kein Teil von Deutschland und. Das führt immer mehr zu einer Spaltung und zu weiteren Krisen und Problemen in unserer diversen Gesellschaft. Und dein Aktivismus, den du und auch dein Engagement, das ist jetzt politisch, das ist auch musikalisch oder mhm. weit gefasst künstlerisch und das reicht auch weit über München hinaus. Bei welchen genauen zivilgesellschaftlichen Bündnissen oder Organisationen bist du denn engagiert oder engagierst du dich und für was stehen diese, für wen setzen die sich ein? In erster Linie die Afrojugend München, die vor allem Jugend- und Kinderarbeit leistet, wenn es um Empowerment geht, Community, Netzwerk der schwarzen Community, junger schwarzer Menschen im Alter von 12 bis 26 Jahren, die sich dann halt eben austauschen in Safe Spaces, über ihre Rassismuserfahrungen sprechen, aber auch natürlich Workshops und Veranstaltungen gemeinsam veranstalten, wo sie eben rassismusbezogene Themen gemeinsam aufarbeiten. Auf der anderen Seite oder noch dazu kommt der Arbeitskreis Panafrikanismus, welches eine NGO ist, eine gemeinnützige Organisation, die sich eben für das Thema Panafrikanismus stark macht, sprich das Leben, die Lebensrealitäten schwarzer Menschen nicht nur auf dem Kontinent, aber auch in der Diaspora. Mhm. Und wie diese verknüpft sind an den Orten und den Gesellschaften, in denen sie leben. Sprich, wie man auch diese Leben quasi empowern kann, aufbauen kann, strukturell, politisch, institutionell. Ja? Und zusätzlich dazu halt, anfangs schon erwähnt, die N-Wort-Stoppen-Initiative, die ja ursprünglich aus Köln kommt, wo ich auch mit den Mitgliedern der Initiative im regen Austausch stehe. Ein Gruß geht auch nochmal raus an Christoph Twagiramungu. Genau. Und auch noch die Initiative Side by Side Nordhessen, die sich gegen das N-Wort oder für die Ächtung des N-Worts eingesetzt hat, erfolgreich in Kassel, wo das N-Wort auch bereits geächtet worden ist, und jetzt auch für die Ächtung des M-Wortes. Einige kennen ja vielleicht die Apotheken mit den einschlägigen Gesichtern vorne dran. Dieses Wort reproduziert halt eben auch koloniale Denkmuster, rassistische Stereotype, genau.
Jetzt nochmal zurück zu antischwarzem Rassismus in München, sozusagen in unserer Stadt, in der Stadt, in der du auch zum Teil aufgewachsen bist, in der ich auch geboren wurde und aufgewachsen bin, so wie überall anders auch existiert auch hier institutioneller und struktureller Rassismus. Mhm. Woran merkst du das am deutlichsten? Also das ist jetzt wahrscheinlich eine ziemlich weit gefasste Frage. Mhm. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal auch über das Decolonize München gesprochen, und zwar das Problem mit den Straßennamen. Das ist ein Teil davon. Und was muss sich ändern? Ich glaube, letztendlich muss sich die Handhabe mit dem Thema ändern. Ja, es braucht, um rassistische Strukturen abzubauen, und das flächendeckend, den Austausch auf Augenhöhe mit den betroffenen Personengruppen oder Bevölkerungsgruppen. Sprich, wenn es um antischwarzen Rassismus geht, muss dann halt die Stadt, wenn es um rassistische Straßen oder um Straßennamen von ehemaligen Rassisten geht, muss die Stadt sich auch mit uns austauschen. Da mit uns gemeinsam Konzepte erarbeiten, wie man jetzt zum Beispiel diese Straßennamen oder Orte umbenennen kann und wie man auch unsere Lösungsansätze in diesen Umbenennungsprozess mit rein implementieren kann. Es kann nicht sein, dass wenn wir jetzt zum Beispiel eine Initiative wie jetzt Cambio oder Decolonize Munich auf die Stadt zugeht und sagt, hey, wir haben über 40 verschiedene Straßennamen, die einfach auf Menschen beruhen oder Namen von Menschen sind, die Rassismus oder Kolonialgeschichte haben oder NS-Geschichte haben, dass dann weiße Gremien darüber entscheiden, wie man diesen Prozess zur Entfernung dieser Straßennamen oder Umbenennung zu handhaben hat. Nein, es braucht in diesen Gremien Repräsentanten von den einzelnen Gruppen, die dann auch den Prozess gemeinsam mit der Stadt steuern, weil wir auch in Bezug auf Erarbeitung von Rassismus in eben Institutionen und Strukturen gemerkt haben, dass selbst auch die sogenannten Rassismusexperten, die sich in dem Thema auskennen, immer noch Rassismen reproduzieren, weil sie eben zum Teil weil sie einfach zum Großteil selber nicht betroffen sind und dadurch nicht die Perspektive von Betroffenen zur Gänze einnehmen können und eben dann in dieser Erarbeitung von antirassistischen Konzepten, in der Lehre von Antirassismus oder von Antidiskriminierung dann quasi dann wieder diese Sachen, die sie eigentlich aufklären wollen, reproduzieren. Das muss auf jeden Fall passieren. Ja. Es gibt immer noch den Kolumbusplatz, es gibt immer noch die Dom Pedro Straße, den Dom Pedro Platz, es gibt immer noch koloniale Strukturen in der Bildung, sprich Menschen, die einfach in der Kolonialgeschichte beteiligt sind, werden immer noch glorifiziert und verherrlicht. Es wird immer noch ein negatives Bild von Afrika in Schulen zum Beispiel dargestellt. Ja, wenn es jetzt im Geografieunterricht oder im Geschichtsunterricht um eben das Thema deutsche Kolonialgeschichte geht, wird Afrika immer noch als klein und schwach dargestellt, sprich den Anteil, den Deutschland zum Beispiel in seiner eigenen Kolonialgeschichte hatte, der wird oftmals nur vielleicht in einem Nebensatz oder in einer kleinen Unterricht ausgelassen, wenn ich an meine Schulzeit denke. Genau. Und das sind alles Sachen, die wir auch in der Gesellschaft im offenen Diskurs aufarbeiten müssen, damit wir auch uns oder die Deutschland sich seiner eigenen Rassismusgeschichte unabhängig jetzt oder abseits von der NS-Geschichte auch bewusst wird. Weil es gibt nicht nur die NS-Geschichte, es gibt auch jahrhundertelange Geschichte von deutscher kolonialer Vorherrschaft auf dem afrikanischen Kontinent, die eben solche Sachen wie Rassentheorien von Kant oder Dekrete des Vatikans, die dann auch quasi eine Rechtfertigung für den Kolonialismus der unzivilisierten Afrikaner und Afrikanerinnen dargestellt hat. Und bis heute auch sind diese Sachen immer noch nicht aufgeklärt, immer noch nicht aufgearbeitet. Und das muss passieren, damit wir sensibler werden für das Thema. Ja.
Ich möchte euch, lieben Zuschauern und Zuschauerinnen, an dieser Stelle einen Artikel auf unserer Seite auf muckbook.de empfehlen. Decolonize München, das Problem mit den Straßennamen. Das findet ihr auf unserer Seite, wenn euch das Thema interessiert. Und ich lege es euch auch ans Herz, euch noch näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um welche Straßennamen es da genau für München geht. Das sind, glaube ich, über 40 Stück, die da tatsächlich einfach ein Kolonialvorherrschaft im Stadtbild präsentieren und einfach auch zum Beispiel NS-Vergangenheit einfach verherrlichen. Falls ich da noch etwas hinzufügen sehr gerne darf, was leider auch oftmals untergeht, weil es gibt auch viele Menschen, die jetzt zum Beispiel sagen, hey, es gibt diese Plätze oder es gibt diese Straßennamen, aber ich selbst, wenn ich dran vorbeilaufe, bin mir dessen gar nicht bewusst oder gewahr, ich bin mir deren Geschichte nicht bewusst. Und was halt oftmals vergessen wird, ist, dass selbst wenn sich einige Menschen dieser Geschichte nicht bewusst sind oder sich dadurch nicht affektiert fühlen, was ist das für ein Zeichen an die nachrückende Generation, die vielleicht eben sich damit auseinandersetzt und sieht, dass immer noch diese kolonialen Strukturen hier existieren in Form dieser Straßennamen oder in Form des N-Wortes. Was ist mit meinen Kindern? Was ist mit den Kindern meiner Freunde und Verwandten, die dann vielleicht sehen, hey, wir haben diese Kolonialgeschichte gehabt, wir hatten die Sklaverei, wir hatten all das Leid und so weiter und so fort. Und ich muss immer noch in dieser Straße vorbeilaufen, die genau dafür steht, die genau all das nochmal aufzeigt und mir ins Gesicht sagt, hey, du bist nur ein kleiner schwarzer Mensch, du hast nur zu folgen, zu dienen, du bist ein N, du bist minderwertig und die Gesellschaft lässt es einfach zu und toleriert es. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass es egal ist. Dass wir es hinnehmen und dass es egal ist. Ja. Und das wäre in einer Gesellschaft, die immer für Miteinander und Werte, Humanismus, Diversität steht, einfach heuchlerisch. Ja, und auch absolut fatal. Also mir fällt auch an der Stelle ein, es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, das auch hier mit einzubringen. Wichtig eben auch für die Praxis des Allyships oder des Ally-Seins, darüber werden wir jetzt auch gleich noch sprechen, ist ja auch nicht nur von BPOCs oder POCs zu verlangen, immer wieder dieselben Fragen zu beantworten oder aufzuklären und sich dadurch selber immer wieder durch die Konfrontation mit Rassismus zu retraumatisieren, sondern sich eben selbstständig zu informieren mit den Tools, die wir zur Verfügung haben. Dabei ist das Internet nur ein Teil davon. Also es gibt ja Bücher, es gibt Reportagen, es gibt Dokumentation, es gibt alles Mögliche. Und da einfach sich selber die Informationen und den Zugang dazu auch zu suchen und sich selber zu weiterzubilden und sich selber zu unterrichten. Ja, ich meine, es gibt einschlägige Namen in der Aktivismus-Bubble, die aber auch den Mainstream erreicht haben. Ja, Tupoko Gette, Alice Hasters, Natasha Kelly, das sind alles Autorinnen, Aktivistinnen, die sich eben für Antirassismus einsetzen und darüber auch die Menschen bilden. Und es kann nicht sein, dass man versucht, die Sachen aufzuklären, sich damit auseinanderzusetzen, aber eben dann nicht an die entsprechenden Anlaufstellen sich wendet, wenn es um diese Themen geht. Ja. Auch wir hier vor Ort in München haben Menschen, die sich schon seit Jahren in dieser Sache einsetzen. Hamadou Dipama zum Beispiel, ja, Antirassismusreferent bei der AGABI. Hamadou Dipama hatte damals im Jahre 2009 die Verbannung des N-Wortes aus bayerischen Getränkekarten und Speisekarten mit initiiert. Das mögen einige vielleicht vergessen haben, aber bis vor einigen Jahren konnte ich noch in eine Wirtschaft gehen und hören, wie jemand ein N bestellt, was man heute nur noch als Cola-Weizen kennt. Tina Garvey kann ich da auch nennen, Modupe Olaya, die Afrojugend mit initiiert hat und. Wenn man sich mit Experten und Experten auseinandersetzen möchte und die sucht, dann findet man sie auch, sei es national oder hier auf kommunaler Ebene. Wir als Münchner Stadtmagazin versuchen, auch wenn es nicht immer möglich ist, konstruktiven Journalismus zu betreiben und optimistisch auch bestimmte Themen anzugehen und optimistisch auf bestimmte Themen zu blicken. Deswegen jetzt nochmal meine Frage, was läuft denn schon gut in München? Was bisher in München sehr gut läuft, ist die Allyship. Wir haben sehr viele Unterstützer und UnterstützerInnen, die mit Wort und Tat so bei der Sache sind und uns helfen, wenn es darum geht, Demonstrationen zu veranstalten, überhaupt uns zu organisieren.
die uns Hilfestellungen leisten beim strukturellen Aufbau. Da kann ich auf jeden Fall den Kreis Jugendring auch nennen, ja, wo ich kürzlich eine Jugendleiterschulung gemacht habe, weil ich eben gesagt habe, hey, damit wir unsere Struktur aufbauen, müssen wir uns auch professionalisieren im Bereich Jugendarbeit. Wer sind da die Profis? Ja, der Kreis Jugendring München, ja, der mir da auch die Möglichkeit gegeben hat, einfach meine Kompetenzen zu erweitern. Aber auch viele Einzelakteure und Einzelpersonen, die sagen, hey, die unterstützen uns finanziell oder eben halt bei der Organisation. Sie teilen unsere Beiträge, sie mobilisieren auch ihr Umfeld, wenn es um Aktionen im öffentlichen Raum geht. Wir haben viel Solidarität auch von anderen migrantischen Gruppen erhalten, mit denen, auch Gruppen, mit denen wir uns vernetzen konnten, aus der palästinensischen Community, aus der kurdischen Community. Die Solidarität ist groß in München, aber es darf halt da nicht aufhören. Also doch eine Weltstadt mit Herz. Du hast gerade Allyship angesprochen. Was, du hast jetzt auch gerade viele Organisationen in München genannt, die wahrscheinlich auch zum Teil niedrigschwellig auch zu erreichen sind, wenn man mitmachen will, wenn man sich selber auch engagieren will als Münchner oder Münchnerin. Was rätst du den MünchnerInnen, die sagen, okay, ich bin ein Ally, aber ich will mich auch wirklich aktiv im Stadtgeschehen mit einbringen und engagieren. Wo kann man mit anpacken? Wo kann man hingehen und dabei sein? Ich glaube in erster Linie einfach, wenn man Interesse hat und uns unterstützen möchte, auf uns zugehen. Ohne Angst und ohne Scheu einfach anschreiben, hey, hi, ich bin die Susi, ich bin der Franz, so, ich würde euch gerne unterstützen. Und dann kommt man auch eben da in unsere Strukturen mit rein und kann uns dann eben bei Projekten als Ally auch unterstützen oder eben wenn es um die Formulierung von Anträgen geht. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel das Petitionsschreiben, was es auf der Seite von change.org gibt. Das habe ich nicht alleine geschrieben. Dabei wurde mir auch von einem Ally geholfen, von Joachim Scheuerer. Einige kennen ihn unter dem Namen Boshi-san, auch ein sehr bekannter Rapper aus München. Er ist jetzt zum Beispiel nicht betroffen, aber dadurch, dass er schon immer Kontakt mit schwarzen Menschen hatte und auch vor allem aus dem Hip-Hop stammt, was ja auch schwarze Kultur ist, hat er gesagt, hey, du willst da was machen? Klar, ich bin dabei, was kann ich tun? Hey, Yogi, check mal das aus, das würde ich so schreiben. Ja, okay, hey, er hat vielleicht da die bessere Schriftsprache, hilft mir dann aus, damit es auch alles standesgemäß ausschaut. Wir hatten bei den Black Lives Matter-Demos viel Unterstützung von der Rosa Revolte, ja, einer linken Jugendorganisation, die uns auch einfach angeschrieben hat und gesagt haben, hey, ihr wollt eine Demonstration in München machen, können wir euch da irgendwie helfen? Wir selber sind neu in dem Gebiet. Es gibt erst eine schwarze Bewegung seit dem Jahr 2020. Das heißt, oder eine solch bekannte schwarze Bewegung seit dem Jahr 2020. Das heißt, es gibt viele Gebiete, auf denen wir noch unerfahren sind und Unterstützung auch gerne annehmen. Und schreibt uns einfach an, kontaktiert uns auf den Plattformen Black Lives Matter Munich, Afrojugend München, N-Wort stoppen. Auf Facebook und Instagram sind wir dort vertreten. Es gibt auch noch die E-Mail. noirsociety@gmx.de oder der Arbeitskreis Panafrikanismus als Dachorganisation, welche auch eine Schnittstelle übrigens zu vielen anderen Afro-Vereinen bildet. Den kann man auch anschreiben, genau. Jetzt haben wir viel von Initiativen gesprochen, die nicht direkt am politischen Stadtgeschehen beteiligt sind. Und ich möchte jetzt noch kurz einen Blick auf die Repräsentanz von marginalisierten Stimmen im Münchner Stadtrat blicken. Mhm. Und wie sieht es da mit marginalisierten Stimmen im Stadtdiskurs aus? Wir haben schon über den Migrationsbeirat gesprochen, das ist das eine, aber es gibt eben noch den Stadtrat, das ist das andere. Und im Stadtrat hat kaum jemand Migrationsgeschichte. Wir blenden jetzt hier mal ein Video ein. Wir haben einfach mal geguckt, die ganzen Gesichter im Stadtrat, die dort sitzen. Wer ist das? Wie sehen die aus? Es sind nahezu, also komplett nur weiß gelesene Menschen. Nur zwei davon haben tatsächlich einen, in Anführungszeichen, ausländischen Namen. Das ist einmal die Nimet Gökmenoğlu von den Grünen und Jumali Naz von der SPD. Und das war's. Also schwarze Menschen sind dort überhaupt nicht anzutreffen. Warum ist das kritisch? Es ist kritisch, weil es einerseits nicht die Vielfalt unserer Stadt widerspiegelt. München hat, glaube ich, ein
Bürger einen Migrationsanteil von 40%, sprich Menschen mit 40% der Einwohner in München haben Migrationsbiografie, aber es sind von allen Stadträten nur 2 Personen, sprich das ist keine repräsentative Zahl. Auf der anderen Seite, letztendlich ist es ja so, ja, wenn man nicht betroffen ist von Diskriminierung, von Rassismus, von eben diesen Problemen, die einfach aus diesen Konflikten entstehen, dann kann man sich selbstverständlich dafür einsetzen. Man kann auch dafür kämpfen, sich mit Betroffenen austauschen und deren Perspektiven auch sichtbar und hörbar machen. Aber man kann nicht zu 100% diese Perspektive wahrnehmen und einnehmen. Sprich, es bleibt immer ein gewisses Restrisiko über, dass man vielleicht Entscheidungen trifft oder Sachen unterstützt, die, von denen man glaubt, die würden auch quasi von den Gruppen, die man im Stadtrat repräsentiert, unterstützt werden in dem Moment, aber die vielleicht dann doch nicht ganz der Perspektive dieser Gruppen oder der Meinung dieser Gruppen oder der Haltung dieser Gruppen entsprechen. Darum ist es wichtig, eine Vielfalt auch in den Stadtrat mit einzubringen, um dieses Risiko von eben eines Nicht-Einbezugs dieser marginalisierten Perspektive zu minimieren. Danke, Jiré. Jetzt noch zum Abschluss. Am Wochenende hätte es eine Veranstaltung gegeben, ja. Afrobus. Das hat nicht hingehauen wegen Unwettergefahr. Es hat ein Blitz direkt über dem Olympiastadion, über der Bühne eingeschlagen oder zumindest in der Nähe. Dann wurde alles abgeblasen, leider. Aber es wurde verschoben in 2 Wochen, auf den 11. August. Das ist jetzt irgendwie ganz gut, weil wir können hier auf diese Veranstaltung hinweisen und den Tipp geben, geht dorthin. Was erwartet denn die Leute dort? Was ist Afrobus? Afrobus, representing African arts and cultures, ist eine Veranstaltung, bei der wir schwarze Kultur zelebrieren und feiern. Wir haben letztes Jahr sehr viel Arbeit geleistet, gemeinsam mit unseren Allies, in Form von Demonstrationen und Kundgebungen, Veranstaltungen, und haben dieses Jahr die Möglichkeit bekommen, auf der Sommerbühne in der Stadt, auf der Kultursommerbühne im Olympiastadion eine Veranstaltung zu veranstalten. Da kam Wasim Seger oder Achim Seger von der Urbanen auf mich zu und hatte mich gefragt, ob ich ihn dabei unterstützen möchte, um eben schwarze Kultur und schwarze Kunst in München auch sichtbar zu machen. Es geht um Repräsentation und Empowerment und Awareness auch wieder. Das heißt, wir als schwarz-migrantische Gruppen, afrikanischstämmige Gruppen, wir kommen ins Olympiastadion und übernehmen einfach für einen Abend lang das Olympiastadion, sind dort sichtbar und das eben in Form von Musik, von Poetry, von Redebeiträgen, von Kunst allgemein und zeigen, dass wir auch hier in München sind und Teil von München sind und ein Teil von München sind. Oftmals ist es so, dass migrantischstämmige Menschen oder der Großteil der migrantischstämmigen Menschen sich außerhalb vom dritten Ring befindet und damit auch irgendwo geografisch. Das hast du gut gesagt, ja. Ja, natürlich, natürlich. Ich wollte gerade sagen, ihr seid nicht nur da, ihr seid genau, wir sind genau dort da. Am Olympiastadion. Wir sind ja. Aber genau dann an dem Tag am Olympiastadion, ja, einem Hotspot der Stadt, der größten Bühne in der Stadt, und rücken quasi ins Zentrum. Mhm. Und das eben abseits von irgendeiner Themenwoche. Ja. Das ist, glaube ich, so die Hauptmotivation. Und natürlich, es geht auch um Spaß, um Freude, das Miteinander. All die harte Arbeit, die wir im letzten Jahr geleistet haben, auch in Form von so einem schönen Event, dann einfach auch zu feiern. Ja, gemeinsam zusammenzukommen, und das ist auch eine Einladung an euch, ZuschauerInnen. 11.8. Afrobus Munich am Olympiastadion, sichert euch Karten. Wir haben diesen Veranstaltungstipps auf jeden Fall für unsere Veranstaltungen im August auf muckbuck.de. Und die ganzen Kanäle, Social-Media-Kanäle, die du vorhin auch genannt hast, denen man dich erreichen kann, die Afro-Jugend, Black Lives Matter Munich, das werden wir auch alles nochmal auf unseren Kanälen verlinken, sodass ihr auch über Muckbuck darauf Zugriff habt, darauf kommt. Und ansonsten war das schon die 3. Episode Muckbuck Live mit Jiré Emanuel und mir, Shahika Tetik. Danke, Jiré, dass du hier warst. Vielen Dank.
dass ich kommen durfte. Sehr gerne. Wir haben jetzt Sommerpause im August, aber wir lassen euch nicht alleine. Wir haben eine Folge voraufgezeichnet und in dieser Folge geht es um unser aktuelles Printmagazin. Das dreht sich um Kunst und Kultur in München während Corona. Schaut da gerne mal rein, da haben wir mit Artdirektor Christian Hundertmark gesprochen und auch mit unserem Print-Chefredakteur Florian Kraus. Das war auch ein spannender Talk und ansonsten würde mich jetzt noch freuen, wenn ihr zu diesem Video einen Kommentar hinterlasst mit Feedback und auch mit euren Erfahrungen zu antischwarzem Rassismus in München. Wenn ihr betroffen seid natürlich, aber auch wenn ihr nicht betroffen seid und das mitbekommen habt, was habt ihr, welche Solidarität habt ihr praktiziert? Wie wart ihr ein Ally? Tauscht euch doch da gerne unter diesem Video aus. Und ansonsten war es das von mir und von Jiré. Wir sagen Tschüss, macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.